So, wir sind wieder zurück hier in Japan und da gab es offensichtlich einfach mal, dass das Spiel einfach mal uns hops genommen hat. Nichtsdestotrotz sind wir hier pünktlich zurück. Wir haben nichts verpasst. Diesen zweiten Part werdet ihr dann im Verlauf des Abends noch sehen. Und Kotak hat jetzt noch mal alles gegeben. Und versucht jetzt natürlich noch mal alles, was noch möglich ist. Vielleicht gibt es da noch eine Schlussattacke von Kotak seinerseits. Ansonsten wird es heute es nicht reichen für ihn. Eine Chance ist ihm noch in der letzten Rennrunde. Afterwards-Interviews wird es nicht heute geben, weil ich werde mich jetzt relativ gleichzeitig mich aus der Übertragung mich verabschieden, weil, wie gesagt, morgen muss ich mich ja auch topfit halten für das Vorbereitungsturnier der Around the World. Vier Strecken, vier verschiedene Orte, 100% Rennen zum Schluss und Kotak muss jetzt noch mal alles aufbieten, aber das wird ihm nichts gebracht haben. Trotzdem hat er gezeigt, dass man mit ihm zu rechnen war und bezüglich Matze ein Rennen, was schwer angefangen hat, bezeichnet war mit den Flügelschäden, aber gut zurückgekommen ist und gezeigt hat, dass man mit ihm durchaus auch rechnen kann, wenn es sein muss. Und ja, deswegen kommt dieser Mann hier als erstes über die Linie, der gute Jörg Fischer im Alpin. Für XX Player X1 zwar ein gutes Ergebnis, wird am Ende schlechtesten Falle Fünfter werden, Vierter oder Fünfter, das werden wir dann sehen. Aber Jörg Fischer gewinnt das Rennen hier in Japan, lässt sich zu Recht feiern. 3,5 Zehntel vor Kotak nach 86 Minuten 48. Kotak auf der 2. Dann haben wir Basinga auf Position 3. Und der wird doch etwas zufrieden sein. Und XX Player X1 rettet sich vor Agent Green noch auf die 4, Agent Green 5, Matze 6, schon mal auf der 7. Mindblowy 8 und Ratzefu wird am Ende 9. Rucksick wird 10. Tontaube 11, Sharky 12, Lennox am Ende 13. Ich wünsche in diesem Sinne einen schönen Abend und dann sehen wir uns dann morgen in alter Frische, dann ab 15:30 Uhr, 15:45 Uhr, ob es einen Livestream gibt, das werden wir noch sehen, aber spätestens ab 15:50 Uhr, dann mit dem ersten Rennen aus China, mit dem Around the World, mit der Gruppe A aus Fernost hier in China. Und jetzt verabschiede ich mich. Wünsche jetzt an allen Beteiligten noch einen sehr, sehr schönen Abend. Und dann sehen wir uns hier in der NNR in 2 Wochen in Mexiko wieder. Und habt trotz alledem hier noch ein schönes Rennwochenende noch aus der echten Formel 1 in Abu Dhabi und generell noch in den anderen Ligen, wo ihr noch dabei seid. Am Sonntag hier auf meinem Kanal das nächste Rennen der IGL. Dann sind wir dann hier zu Gast. Auch wieder zurück. Da geht es dann weiter mit dem Rennen aus Jeddah.
Und da wird euch dann der gute Klaus dann einmal das hätte wieder fungieren. Und ja, in diesem Sinne einen guten Abend wünsche ich und macht's gut.